Herzlich willkommen zu dieser Newsbox. Diesmal betrachten wir aus akademischer und praktischer Perspektive die Kundenloyalität. Diese wird als wirtschaftlicher Faktor immer bedeutender, was auch eine aktuelle Studie der Harvard Business Review bestätigt. 45% der befragten Firmen geben dort an, dass die Erhöhung der Kundenloyalität durch Customer Experience Management ein wichtiges strategisches Ziel ist. 53% der befragten Firmen glauben sogar, dass ihnen Customer Experience Management einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Und tatsächlich, Firmen, die nach eigenen Angaben einen hohen Aufwand in diesem Bereich betreiben, generieren auch höhere Profite. Doch welche Rolle spielt dabei die Kundenloyalität, beziehungsweise einen Schritt zurück, was bedeutet Loyalität überhaupt? Diese Frage ist so berechtigt wie schwer zu beantworten. Das Problem stellte sich bereits dem Philosophen Royce. Wir sprechen viel über Loyalität, aber das genau zu greifen ist nicht trivial. Wenn ich mich jetzt mal auf den ökonomischen Kontext beschränke, würde ich sagen, Loyalität hat damit zu tun, dass in sozialen Beziehungsgeweben, die Wettbewerbscharakter haben, alternative Angebote, die möglicherweise emotional und oder rational attraktiver sind, nicht angenommen werden. Das heißt im konkreten Fall, also wirtschaftliches Denken ist Denken Alternativen, dass man sich eben Dingen wie dem alternativen Joghurt, dem alternativen Auto, Mobil etc. verschließt. Das ist Loyalität. Sie bleiben bei einem Thema, sie bleiben bei einer Marke, sie bleiben bei einem Produkt, sie bleiben bei einem Hersteller, trotz möglicher ökonomisch sinnvoller Alternativen. Herr Gondek, wenn diese Gedanken nun auf die betriebliche Realität übertragen werden, was bedeutet Kundenloyalität? Kundenloyalität ist in Bezug auf das, was Professor Dr. Heinemann gerade ausgeführt hat, der entscheidende Faktor für ein Unternehmen, ein Vorhandensein von Multiplikatoren, von zufriedenen Kunden und gleichzeitig höchster Kundenbindung. Wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, Kundenbindung und Kundenzufriedenheit, dann spricht man von der sogenannten Kundenloyalität. Kunden, die ihr Unternehmen weiterempfehlen, ihre Produkte und Dienstleistungen kaufen und auch wieder kaufen möchten. Das ist Kundenloyalität aus Unternehmenssicht. Und was sagt die Forschung dazu? Glücklicherweise gar nicht viel anderes, denn es ist ja klar, wir haben zumindest im westlichen Teil der Welt, haben wir es in der Volkswirtschaft mit zumindest gesättigten Teilmärkten zu tun. Also ist die Generierung von Neukunden wenigstens mal kostenintensiv. Oftmals gar nicht möglich, weil die Märkte eben schon so zu sind. Das heißt, wir können eigentlich nur noch über Bindung arbeiten und das wird letztlich seit gut einem Jahrhundert, seit Copeland Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, wird das diskutiert und untersucht innerhalb der Marketingforschung mit quantitativen, mit qualitativen Methoden, wobei im Großen und Ganzen zwei große Richtungen da sind. Die eine geht eben eher auf das Thema Verhalten und die andere auf das Thema Entscheidung, wie das oft ist in der Ökonomie. Beim Thema Verhalten schaut man auf den konkreten Wiederkauf, passiert das auch? Und beim Thema Entscheidung schaut man auf Präferenzen. Und Präferenzen sind natürlich ein bisschen schwieriger zu greifen, als sich anzuschauen, was jemand tut, logischerweise. Nichtsdestotrotz gibt es, würde ich sagen, keine ganz einheitliche Strömung. Ich würde, was Herr Gondek als Experte aus der Praxis vorhin gesagt hat, unterstreichen, auch für die Forschung, die Themen Kundenbindung und Kundenzufriedenheit werden immer wichtiger. Und vielleicht wird das Thema Kundenzufriedenheit, auch gerade was die Messung angeht, in der Forschung auch noch wichtiger werden in der Zukunft. Absolut. Was sind die Herausforderungen, denen sich Praktiker in Bezug auf Kundenloyalität stellen müssen? Für die Praxis ist die größte Herausforderung, erstmal zu verstehen, wie entsteht Kundenloyalität. Als Unternehmer weiß ich doch heute nicht mehr, egal ob als Mittelständler oder als internationaler Konzern, was heißt überhaupt zufriedene Kunden? Was bedeutet das für mich? Wir reden jetzt ja noch nicht mal über ein Return on Investment. Wir reden noch nicht mal darüber, dass es schwierig ist, eine Ableitung oder einen Zusammenhang zwischen Marketingaktionen, Customer Relation Aktionen und eben einem Mehrwert der finanziellen Natur ist herzustellen. Davon rede ich noch nicht mal. Als Unternehmen muss man sich erstmal die Frage stellen, wie bewirke ich, dass meine Kunden loyal sind? Reicht dafür zum Beispiel die Kundenzufriedenheit? Wir haben gerade gehört, und ich habe das auch ausgeführt, die reicht dafür nicht. Kundenzufriedenheit ist nicht entsprechend gleich Kundenloyalitäten. Das ist die Kombination von höchster Kundenbindung und höchster Kundenzufriedenheit. Das eben ist Kundenloyalität. Man spricht auch von der sogenannten Kundenerfahrung. Und die muss man aus Unternehmenssicht erstmal beziffern, messen können, aber auch ganz zu Beginn. Man muss wissen, wie man sie erreicht. Und da stehen viele Unternehmen noch vor der Fragestellung, wie erreiche ich das überhaupt und was bedeutet das für mich? Mal eine Frage an Sie beide. Wie stehen Sie denn zu eher esoterischen Experten, die Beratungen hinsichtlich Kundenloyalität anbieten?
Naja, also für einen Mann der Wissenschaft ist Seriosität natürlich wichtig. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, wie Sie gesagt haben, Herr Gondek, dass Praxis und Theorie hier sozusagen ein Wechselverhältnis eingehen. Genau wie Sie studiert sind in dem Bereich Fachmann, kann ich, obwohl ich Professor bin, die Welt verstehen in ihren Zusammenhängen und habe selber Praxiserfahrung in diesen Dingen. Und das muss miteinander gehen. Und ich denke, dass Seriosität wie in fast allen Wissensgebieten einfach Substantiiertheit bedeutet. So, und ich würde mich da schwer tun mit pauschalen Verurteilungen. Es gibt immer Trends und immer Dinge, die da passieren, die vielleicht auch nicht alle immer so viel Mehrwert für die Unternehmen haben. Ich glaube, ein guter Rat wäre, sich in professionellen Netzwerken mit professionellen Fachleuten, mit professionellen Beratern, mit Hochschulen zusammenzutun und versuchen, da erstmal ein Gefühl zu bekommen, ob das Angebot, was ich dann als Unternehmen bekomme, zum Beispiel in der Beratung oder so, wirklich den Charakter Mehrwert haben kann, wo ich auch für bezahle. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich denke, aus meiner Sicht ist es so, dass ich das erstmal nur unterstreichen kann, aber darüber hinaus würde ich noch versuchen zu betonen, dass ich als Unternehmer immer skeptisch sein würde, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat das Allheilmittel für mein Problem oder meine Herausforderung. Meine Herausforderung in diesem Sinne ist, wie erreiche ich zufriedene und loyale Kunden? Sobald jemand auf mich zukommt und sagt, tue dies, dann erhältst du den Himmel oder erreichst du den Himmel der Kundenzufriedenheit und Kundenerfahrung, dann werde ich als Unternehmer immer skeptisch, weil ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Strategie gibt, die in jedem Unternehmen, in jeder Industrie gleich funktioniert. Die wird immer individuell unterschiedlich sein, vielleicht auch nur in Bruchteilen. Aber es gibt nicht den einen Faktor, der mein Unternehmen erfolgreich macht. Das gibt es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, sonst wären wir alle erfolgreiche Unternehmer. Und das sind wir bis zum bestimmten Teil, weil wir die Dinge unterschiedlich angehen. Für die Industrie, in der wir sind, angepasst. Und da kommen wir auch zu dem Thema. Ob ich in einem gesättigten Markt oder in einem Wachstumsmarkt über Kundenerfahrung spreche, das sind ganz massive Unterschiede. Das sind auch für mich Unterschiede, wie ich die Herangehensweise wähle, was für Implikationen ich auswähle, um eben Kundenerfahrungen zu optimieren. Und daher kann ich jedem nur empfehlen, sich vorher ein genaues Bild zu machen, so ähnlich wie Herr Professor Dr. Heinemann das gerade ausgeführt hat, um zu schauen, passt das für mein Unternehmen, für mich, oder ist das nur ein Standardkonzept, was nicht wirklich gewinnbringend ist. Das ist ja auch in der Tat, wenn ich das noch ergänzen darf, letztlich wahrscheinlich das Thema des 21. Jahrhunderts. Es geht immer um Kunden, es geht immer um Kaufen und Verkaufen. Und wenn man das nicht vernünftig in den Griff kriegt, dann hat man mit Zitronen gehandelt, im Grunde noch nicht mal mit Zitronen gehandelt, weil die kauft dann auch keiner. Welche Entwicklungen kann der Praktiker und der Akademiker in Zukunft erwarten? Momentan haben wir die Situation, dass viele Unternehmen, die überwiegende Anzahl der Unternehmen, noch Kundenzufriedenheit misst. Ganz wenige Unternehmen, laut der letzten Harvard Business Review Befragung, ein Viertel der Unternehmen misst zum Beispiel nur die Eintrittsbarrieren, die gefühltermaßen und auch nachgewiesenermaßen in der akademischen Landschaft einen viel höheren Einfluss auf Kundenloyalität haben. Wir versuchen hier die Schnittstelle zwischen akademischer Landschaft und betrieblicher Realität herzustellen, aber gleichzeitig auch die Frage zu beantworten, wie entsteht Kundenloyalität, wie kann ich praktisch vorgehen, und viele Unternehmen, das ist unsere Auffassung, sind daran interessiert. Stellen Sie sich vor 10 Jahren hätte sich keiner überlegt, dass die industriefreie Rasierapparate, dass die irgendwann mal ein Problem mit Kundenloyalität hat. Jetzt schauen Sie sich Professor Dr. Heinemann und mich an. Wir sind, glaube ich, nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Das sind momentan auch in dieser Industrie ganz aktuelle Themen, und das wird auch für die nächsten Jahre, wird das ein Trendthema in der Wirtschaft sein, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und da wollen wir ein Stück dazu beitragen, Entscheidungsträgern in Unternehmen die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um da erfolgreich im Wettbewerb bestehen zu können.